Mein Vater ist ein berühmter Mann und als ich so 12, 13, 14 war, wusste ich, es gibt nur einen Weg, du musst auch berühmt werden, ja, oder so. Das war ein ganz starker Impetus und dann gab es eine Reaktion, der malt, das Feld ist besetzt, ich nehme ein anderes Feld. Und dann musste ich irgendwann entdecken, dass die Chance, da berühmt zu werden, gegen Null geht. Und ja, so. Also das war also erstmal immer so dieser Impuls. Also es ist doch ganz klar, also da steht jemand, der einen sehr weiten Schatten wirft. Und du musst also jetzt irgendwo sehen, dass du da aus diesem Schatten rauskommst. Und da ackerst du und willst bemerkt werden in diesem Schatten. Ja. In der ersten Stufe war es ein Strampeln einfach. Wo finde ich den Platz neben dem Giganten Bernhard Theissig? Ja. Ich bin kein Titan, bin auch kein Monolith, wie der mal behauptet. Da wird etwas aufgehoben, was ich nicht bin. Ich bin in vielen Stellen bestimmt ein erfahrener Ratgeber gewesen, aber hat ihn aus Gründen, die mit seinem Ich zusammenhängen, nicht immer befolgt. Manchmal habe ich mich auch gar nicht gefragt. Jeder Sohn will natürlich den Beifall und die Ermutigung des Vaters. Das ist ein Grundtopos einfach so. Und der war natürlich bei mir besonders stark auch, weil selber Beruf und so weiter. Künstler, Maler. Und der sitzt immer noch so hinter mir und guckt zu, wenn ich male. Das wird nie ganz weggehen. Nicht das Werk meines Vaters hockt mir auf den Schultern, sondern es ist schon der Vater selbst, nicht? Dieser Blick und das kritische Auge, das ist etwas, was ich so imaginär mit mir herumtrage. Mit den Bildern meiner Söhne bin ich so eng nicht vertraut. Ich habe teilweise ihren Weg verfolgt, aber bis zum gewissen Grade zeigen sie mir nicht alles. Das ist der Alte, auf dessen Schulter mal angeblich steht. Ich kann das schon nicht mehr hören. Thank you.
halte mich ja für einen politischen Künstler. Nichts, was ich mache, hängt ohne diesen ganzen, dieses Umfeld. Politik ist das Verhältnis der Menschen zueinander. Ich mache das nicht ohne das, sonst könnte ich gar nichts machen. Kennen Sie einen Maler, der sich mit dem Krieg, mit der Generation, der ich angehöre, so viel beschäftigt hat wie ich? Weil ich anfing nachzudenken über die ganzen Dinge, weil ich rauskriegen wollte, wieso kommt das, dass zum Beispiel von der Hitlerjugenddivision, der ich angehörte, der Panzerdivision 12., von 13.000 Mann noch 600 übrig geblieben sind. Das muss doch einen Grund haben. Ich bin immer als Geschichtspessimist verschrien gewesen und das bin ich sicher auch. Ich sehe auch nicht so viel Optimismus da in dieser Sache. Ich sehe bloß, dass die Menschen noch genauso dämlich sind wie vor 10.000 Jahren. Die schlachten sich nach wie vor ab. Und das sind Dinge, die wenn ich sowas darstelle, das mir deutlicher macht. Das Ich ist bei mir stärker Mitbestandteil des Malprozesses bis hinein in das Ergebnis als beispielsweise bei Bernhard. Bei Bernhard erlebe ich sehr stark noch einen Distanzmoment, wo also bis in die Bilder einzusehen ist. Hier ist meine Position des Malers, da ist das große Theater. Ich ziehe die Puppen an der Strippe, ja, während ich mich selber sehr stark oft als Puppe finde, ja, dass ich da tatsächlich in diesem Bild tatsächlich die Metapher selbst gemalt habe. Ich selber als Puppe, an der gezogen oder der, wo die Welt die Strippen zieht. Ja. Ich denke, jeder Künstler ist Künstler, weil er irgendwie mit seiner Neurose klarkommen muss. Es sind, glaube ich, immer Leute, die in einer besonderen Weise beschädigt sind und gefallen müssen, die den Beifall suchen, die die Anerkennung einer Öffentlichkeit suchen, die damit mit ihrem Beruf eine ganz große Instabilität, seelische Instabilität ausgleichen müssen. Das ist einfach der Antrieb, womit man Künstler wird. Ich habe in dem Sinne kein Familiendreieck erlebt, mein Bruder und ich. Das war immer aufgespannt, wir hatten immer eine Bezugsperson, die, ja, so wie das eben bei geschiedenen Ehen ist, und dass ich ein bestimmtes Manko auch empfinde von Familienleben. Ja, ich habe es immer
in Rudimenten erlebt und in mehreren Brüchen. Aber trotzdem war meine Mutter war immer also auch ein Ort des Anfassens und des, der Geborgenheit. Das Verhältnis zu meinem Vater lief immer über den Intellekt ab. Es wurde auch von ihm so angeboten. Also wenn emotionale Dinge ins Spiel kamen, wurde eher sofort in die intellektuelle Sphäre ausgewichen. Das beinhaltete dann beispielsweise, dass ich sehr früh auch von ihm angehalten wurde, bestimmte Bücher zu lesen. Und dann versuchte ich natürlich über die Ecke ihn beispielsweise zu beeindrucken, dass ich dann irgendwo als Zwölfjähriger mich von ihm ertappen ließ, wie ich die Vorlesungen von Sigmund Freud studierte. Natürlich nichts, war eigentlich auch stinklangweilig, ich habe nichts begriffen davon, aber das war mir wichtig, so dieses Lesen und dieses Bilden auch zu dokumentieren. Das war der große Zauberer, ja, irgendwo in seinem Arbeitszimmer, der ab und zu rauskam und eigentlich eher so im belehrenden Sinne uns durchaus Sachen, die auch Spaß gemacht haben, vermittelt hat. Aber so dieses, also dass er sozusagen auch mal als Person sich etwas schwächer gemacht hätte, in unser Niveau hineinbegeben hätte, ja, das rein kindliche Spiel, da habe ich also zumindest habe ich da keine klare Erinnerung dran. Ich habe diese Familiendinge nie gemocht und ich habe also zum Beispiel Weihnachten nicht gefeiert und feiere es auch heute nicht und in meiner Umgebung wird das nicht gemacht. Diese Familienpflichtbesuche, die hasse ich wie die Pest. Wenn jemand also zu mir kommt, bloß weil ich Geburtstag habe, das ist schon ziemlich widerwärtig. Wenn er sich nur an meinem Geburtstag meiner erinnert, dann soll er mir vor Halte bleiben. Aber ich bin eigentlich kein Familienmensch, aber wenn einer etwas familiär von mir will, ist er nie ohne Antwort weggegangen oder ohne Hilfe oder sonst was. Ich habe kaum körperlichen Kontakt zu meinem Vater gehabt und habe ihn heute auch, oder es wurde sehr kanalisiert auf so spaßhafte Dinge wie so ein bisschen Boxen oder so, ja, oder der kräftige Händedruck, der sich dann mal ganz merkwürdig umgekehrt hat. Als mein Vater jetzt erst vor zwei Jahren seine Hand gebrochen hatte und ich das einfach so verinnerlicht hatte, ja, dann hat er zu mir gesagt, was ist denn das für ein fischiger Händedruck hier, muss er zupacken und so. Ne? Und dann habe ich zugepackt und dann krümmte er sich vor Schmerzen. Ja. Das war ein ganz merkwürdiges Erlebnis für mich. Die Dinge sich, also da brach so plötzlich was auf, ja, was... Dieser starke Vater, der wurde plötzlich so, den habe ich dann plötzlich verletzt. Ja, das war so eine ganz, so eine blitzlichtartige Geschichte. Ja. Der Betrachter ist für mich eine ganz zentrale, wichtige Figur. Für mich eine ganz wichtige Erfahrung, auch hinterher, sozusagen, wenn das Bild fertig ist, in Gesprächen andere Deutungen zu erfahren, weil das ist immer der Punkt, wo ich am meisten auch über mich rausgekriegt habe, immer. Das ist ja auch ein Protokoll des Unbewussten und des Unterbewussten. Das Zerrissene in den Porträts ist nicht geplant. Es ist etwas, was entsteht im Malprozess,
weil ich an der Oberfläche suche nach den Dingen, die sich dort abbilden. Weil ich glaube, dass alle Geheimnisse auf dieser Oberfläche ihr Abbild finden. Es ist schon so, dass ich die Oberfläche meiner Bilder sehr quäle und immer wieder auch mit großem physischen Aufwand eine einmal gefundene Form variiere und in Frage stelle, weil ich halt nach der Komplexität der Dinge suche und nicht nach der ganz schnellen Antwort, die mir immer zu einschichtig vorkommt. Und daher wirkt das oft wie Zerrissenheit, oder ist es wahrscheinlich auch, oder ist es Psychogramm einer Zerrissenheit, die ich aber selber so nicht plane. Das ist etwas, was ich mit zunehmender Verstörung auch sehe. Es ist tatsächlich wohl so, dass ich über eine ganze Reihe von Jahren, speziell in den 90er Jahren, sehr, sehr dunkle Farbklänge gesucht habe. Und das sind sicher Protokolle einer bestimmten inneren Befindlichkeit. Da denke ich natürlich über mich nach. Ja. Aber zunächst mal auch hier wieder, es ist kein Plan, dass ich das so mache, um irgendwie demonstrativ meine Melancholie nach außen zu tragen, sondern ich sehe es eigentlich eher so im Nachhinein, selber erstaunt. Ja. Ich sehe, wie diese Welt um mich herum sich immer mehr beschleunigt. Und die Prozesse dieser Malerei, wie ich sie betreibe, sind sehr langsame Prozesse. Und es gibt Tage, an denen ich das als Tugend sehe, wo ich das kontrapunktisch verstehe und sage, die Welt wird verrückt. Ich muss auch für mich selber therapeutisch fast was dagegen setzen. Und es gibt Tage, wo ich das Gefühl habe, ich kann diesen Rhythmus nicht mitvollziehen. Und also beispielsweise auch in Ausstellungen. Ja. Dieser ganze Galerienbetrieb, von dem ich auch lebe, der auch Existenzgrundlage für mich ist und dessen ganzes elitäres Feld, das ist etwas, wo ich mich immer wieder neu drauf einstellen muss. Es ist ein Vorteil, heisig zu heißen, was den Markt anlangt. Das ist zunächst mal ein Phänomen, dass es also in der Familie so eine Verstetigung einer Tradition gibt, was auffällt. Und insofern gibt es schon Leute, die das auch in Bildern beispielsweise besitzen wollen. Und schon von der Warte her habe ich ein Aspekt meiner Biografie, der interessiert und der auch direkt sich in Verkäufe und Interesse umsetzt. Die Schwierigkeiten, die ich mit dem Namen habe, die liegen eben außerhalb dieser Frage. Ständig erfolgreich. Ja. Ich erlebte ihn ständig erfolgreich, auch aus all den schweren Krisen, in die er geriet. Aber er hat ja auf diese Dinge sehr polternd reagiert. Ne? Also so mit Hake zeigen und nun gerade und so. Und dann habe ich sehr schnell immer erlebt, wie er dann so wie Phönix aus der Asche dann
zum Gegenschlag ausgeholt hat. Und ich, da hatte ich eigentlich so irgendwie den Glauben, der kann das immer. Ja? Das habe ich eigentlich so richtig als Erfolgsmodell erlebt. Ja? Mit dem gleichzeitigen Erkenntnis und dem Erleben, dass ich das nicht kann. Ja? Das ist so ein Grundkonflikt. Also immer dann, wenn ich das versucht habe, in irgendeiner Weise zu kopieren, habe ich gemerkt, dass ich das nicht bin und nicht kann. O Theseo mio. Negativ. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dasselbe, was mein Vater zu mir gesagt hat, die Finger von dem Ding. Ich wusste ja, was das Umfeld war. Es war schließlich eine Zeit, in der man vom Künstler bestimmte Dinge verlangte. Das Ja sagen und so weiter. Das wollte ich mir sparen. Diesen Scheißberuf, dachte ich, indem sie dir daran vorschreiben wollen, was du machen sollst, das will ich ihm nicht zumuten. Aber er ist dann doch geworden. Stell dich einfach erstmal so hinter die Puppe irgendwo. Mal sehen, ob wir was Sinnvolles rauskriegen. Bisschen näher ran, so. Hier, wo die. Ja, da so ungefähr. Ne? Nee, das geht überhaupt nicht. Wird nicht. Nochmal Pause. Einer meiner Träume ist, später Tanz zu machen oder Tanz zu studieren. Mein Vater reagiert darauf eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Also er setzt mich jetzt in keinster Weise unter Druck und versucht halt auf jeden Fall, mir da irgendwie unter die Arme zu greifen, ohne damit irgendeine Wertung zu verbinden. Also nach dem Motto, er will was mit Tanz machen, das ist nicht unbedingt meine Vorstellung und ich möchte das jetzt so ein bisschen boykottieren oder so. Also ich denke, da hat mein Vater letztendlich viel mehr so die Intention, mir zu helfen. Ich kann mich erinnern, dass dann in mir also auch das Gefühl ganz stark wurde, als ich meinen Vater malen sah um diese Zeit, dass ich dachte, mal ganz einfach gesagt, das kannst du auch. Ja. Also ich hatte das Gefühl, das ist mein eigentliches Feld so. Und da bin ich also damals, habe ich auch seine Unterstützung gesucht, wie ich das jetzt bewerkstelligen kann. Und dann, da ging es auch so in der ganz typischen Weise zwischen uns dann los. Er sagte, ja, wenn du das willst, okay. Aber du musst dir dessen bewusst sein, du bist nicht irgendwer. So, und wenn du das machst, dann musst du besser sein als jeder andere. Anders insofern, als man versucht zu vermeiden und zu verhindern, dass die Umgebung meint, man wolle ihn bevorzugen. So habe ich dann also immer vielleicht auch ungerechterweise etwas härter behandelt. Wir müssen noch was verändern. Es tut mir herzlich leid. Aber das ist die halbe Miete. Steh mal auf.
setzen das Ganze ein paar Zentimeter höher. Das habe ich noch nie gemacht. Das versuchen wir mal. Es gab die Überlegung, den Namen zu ändern, ja. Die hatte ich schon, aber ich habe mich dann halt so entschieden. Und ich habe damals, als ich diese Frage entschieden habe am Beginn meiner Karriere, so aus einer Haltung nun aber gerade das gemacht. Und später hat sich gezeigt oder habe ich erlebt, dass ich das damals überhaupt nicht in den ganzen Konsequenzen abgesehen habe und dass viele Dinge tiefer reichen, als ich mir das eingebildet habe. Auch wie ich später eben in die Hochschullaufbahn eingeschlagen habe, wahrscheinlich auch mit diesem starken Motiv, links zu überholen. Anstatt vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Ich habe mal gehört, das ist das Programm des Erstgeborenen. Der muss da durch und der muss diese Wettbewerbsdinge machen. Und der Zweitgeborene hat eher die Chance, das austragen zu lassen von seinem Bruder beispielsweise. Und dann vielleicht etwas unbelasteter einen anderen Weg zu gehen. Eines Tages wollte er nicht so heißen wie ich. Also heiratete und hat den Namen seiner Frau annehmen wollen. Und da habe ich dämlicherweise gesagt, dir ist so mein Name nicht gut genug. Und da hat er dann meinen Namen angenommen. Ich habe das eigentlich bitter bereut. Und deswegen habe ich dem Walter gesagt, nimm den Namen nicht an, dann stürzen sich die Kritiker auf dich da und haben immer das eine Thema, dann macht sein Vater nach sowas. Diese Gefahr war bei Walter nicht so sehr gegeben. Aber bei Hans war sie sicher vorhanden und man hat ihm oft genug vorgeworfen. Mein Vater hat seine Malerei irgendwo her, logischerweise. Und ich habe sie in einer möglicherweise direkteren Weise zu großen Prozentzeilen von ihm. Und da gilt der alte Lenin-Spruch, das Gute übernehmen wir doch und entwickeln es weiter. Ich wollte jetzt nicht sagen vom Klassenfeind. Nein, aber das ist einfach ein Reservoir, aus dem ich mich auch sehr gerne bediene und innerhalb dessen ich auch schon als kleines Kind stand. Das ist eingeflossen in mich. Wird schon ein Kontakt gewesen sein, ein ziemlich dichter Kontakt. Ich bin für auch schon beglückwünscht worden, die ich nicht gemacht habe, das waren seine. Und umso schwerer ist ihm das Abnabeln geworden, vermutlich. Und es gab eine Phase, soweit ich das beobachten konnte, das wird er vielleicht anders sehen, in der eine Gewaltabnabelung passierte. Er wollte also dann nicht mehr, unter gar keinen Umständen mehr, so ähnlich wie ich arbeiten. Ich finde es schon durchaus sehr angenehm, wenn Leute sich mal über meine Bilder mit mir unterhalten, ohne sofort alles daraufhin abzuklopfen, was von ihm und was nicht von ihm und was nun die Unabhängigkeit zeigt und wo die Abhängigkeit noch sichtbar ist und so. Und
als ich kleiner war, wollte ich mal eine Phase lang Maler werden, weil ich immer dachte, ja, es ist jetzt nun diese Tradition und so und dann muss ich das auch machen, aber das war eigentlich eher nicht so ganz ernst gemeint. Also weiß nicht, ob es jemals eine Phase gab, wo ich wirklich in meinem Leben richtig gerne Maler geworden wäre. Ich war ungefähr 2-3 Monate im Amt als Rektor. Ein junger Mann, der am Anfang seiner künstlerischen Entwicklung stand und wo sowieso jeder darauf wartete, dass ich auf die Schnauze falle. Es gab diesen Frühlingssalon 1989 mit einem tragischen, tödlichen Unfall, der die ganze Position in Bezug auf diese ganzen alternativen Kunstsprachen an der Hochschule unter den Studenten extrem gefährdet hat. Ich war also ständig irgendwo in Feuerwehreinsätzen unterwegs. Und dann gab es halt diese Aussage von Erich Honecker, erwäge diese Schule zu schließen oder schließen zu lassen, weil ich die ja offensichtlich nicht in den Griff bekäme. Und da habe ich einfach, in der Situation habe ich einfach zum Parteisekretär gesagt, schreib du den einen Brief, der ihn beruhigt und ich setze meine Unterschrift drunter, du weißt ja, welche Sprache der spricht. Und das war natürlich eine extreme Dummheit. Und dann habe ich gedacht, wir schicken dem Büro Honecker das und dann ist da erstmal ein bisschen Ruhe im Karton, völlig naiv. Ne? Also nächsten Morgen habe ich es im ND gelesen. Ich habe wahrscheinlich diesen Staat DDR ähnlich behandelt, wie ich meinen Vater behandelt habe innerlich. Ja. So in dieser Mischung, in diesem Oszillieren zwischen dagegen rebellieren und dann aber auch wieder Versöhnungsversuche, so in diesem Spannungsfeld. Da gibt es, glaube ich, ganz ähnliche Verhaltensmuster, was überhaupt diese staatliche Macht betrifft und was die väterliche Macht betrifft. Viele Dinge habe ich nicht sehen wollen und habe sie verdrängt. Und das ist eine ganz ehrliche Antwort, suchen Sie die bei anderen auch mal. Es wäre natürlich auch für mich möglich gewesen, in den Untergrund zu gehen, da habe ich nicht malen können. Und das wollte ich, dafür bin ich angetreten. Und das werde ich mit Zähnen und Klauen weitermachen, bis ich nicht mehr kann. Aber ich hoffe nicht, dass ich mich verraten habe irgendwo. Wenn gleich das hier einige so sehen. Wie so ein
wie so ein äußerer Ausdruck all dessen, der starke euphorische Elemente auch hatte. Ich habe das früh am 10. früh im Radio gehört. Ich habe das erstmal am Abend gar nicht mitgekriegt in Dresden. Und ich habe früh ein Bild gemalt, eine Landschaft auch, so aus dem Fenster raus. War so eigentlich ein sehr schöner Tag. Und dann kam diese Meldung und das ist, glaube ich, in dem Bild heute noch drin. Also ich sehe das da heute rein. Ja. War ein ganz starkes Glücksgefühl. Die Wende kam für mich auch als Befreiung. Es ist nicht so gewesen, dass die Wende etwas umgekippt hätte in mir. Ich habe diese Wende als Befreiung empfunden von den ganzen furchtbaren, blöden Belehrungen, von den Dämlichkeiten, von dieser Betonsituation, in die das Ganze geraten war, geführt worden war oder die kommen musste. Und insofern muss man mich nicht befragen, ob ich diese Wende begrüßt habe. Natürlich habe ich sie begrüßt. Ich habe nie am Betonmischer gestanden. Und ich bin auch kein Betonkopf. Das habe ich, glaube ich, in so vielen Dingen bewiesen. Wenn ich hätte eigentlich anders malen müssen, wäre ich einer. Ich kenne auch malende Betonköpfe. Dazu rechne ich mich aber nicht. Die Angst, die kam dann so 2-3 Jahre später, also wo ich dann irgendwie schon mal immer mal schlaflose Nächte hatte und die auch heute immer noch kenne. Und dieses ganz neue Risiko, dann diese Situation, völlig neues Umfeld, ja, das Abflauen des Interesses in Ost sowieso, in West auch. Also dass man da schon mal irgendwie ganz starke Selbstzweifel auch hat. Das wäre ein Wunder, wenn es nicht da wäre. Ich habe dann schon irgendwo auch meine Arbeit untersucht darauf hin, ob sie denn tragfähig wäre oder ob da jetzt nicht irgendwas ist, was nicht mehr herpasst. Und ich hab da auch Erkenntnisse gehabt, weil eine bestimmte Art von Bildern, die hatte sehr stark eben mit diesem deutlich spürbaren Rahmen DDR zu tun. Also ich sag mal jetzt ganz verkürzt Welterklärungsbilder. Also die Bilder hatten dann auch eine entsprechende Gestalt. Also ich habe dann darauf reagiert und habe auch lesbare Dinge reingebaut. Und das passte einfach nicht mehr, weil das Publikum inzwischen Zeitungen las und nicht mehr Bilder. Und da habe ich schon sehr stark drüber nachgedacht. Ich habe schon meine ganze Existenz bis rein in private Sachen in Frage gestellt. Zum Beispiel den Begriff des Auftrags, des gesellschaftlichen oder künstlerischen Auftrags als Kriterium nimmt, müsste man die Dreiviertel der Kunstgeschichte streichen. Die müsste alle weggehen. Das, abgesehen davon, dass jetzt diese Arbeit im Reichstag auch ein Auftrag war, habe ich in meinem Leben insgesamt drei Aufträge gehabt, drei Staatsaufträge gehabt. Also das eine war der Icarus im Palast der Republik, das zweite war das Porträt von Helmut Schmidt und das dritte war dieses hier. Ja, wenn jemand etwas mir erzählt, der Künstler ist ganz frei, dann redet er Quatsch. Nie ist überhaupt niemand ganz frei und der bildende Künstler auch nicht. Es liegt daran, dass die Vorstellung vom freien Künstler wirklich tödlich ist und heute für junge Künstler besonders tödlich ist, weil sie den Partner nicht haben, der was von ihnen will.
Ich muss doch überall, wo ich was haben will, muss ich jemanden haben, der das von mir will. Ich kann ihm doch dieser Begriff der freien Kunst bringt mich um. Die bringt mich nicht um, aber ich habe nichts damit zu tun. Ich habe jetzt eine Ausstellung in Erfurt gehabt und da sind plötzlich Leute aufgetaucht, die so 10, 15, 20 Jahre jünger sind als ich. Und auch der Galerist selber ist jünger. Und die haben zu mir gesagt, interessiert uns da gar nicht der ganze Quark, was damals war. Also ich finde das jetzt irgendwie gut, was sie da machen oder so. Und mir macht das Spaß und ich habe das irgendwie, ja, bin da hingekommen, weil mich das anmacht. Und das war nur wieder ein Blickwinkel, den habe ich so noch nie erlebt. Ja. Ich will nicht sagen, dass ich in Dresden persona non grata war, aber ich wurde nicht wahrgenommen und ich habe auch selber mich nicht groß angestrengt, da ständig immer wieder mich hineinzubegeben in bestimmte Situationen. Ich war nicht integriert eigentlich, kann sagen, ich war kaum integriert, hatte eine Handvoll Freunde. Ich kam von draußen und ich blieb eigentlich die meisten Jahre über draußen. Ich bin eigentlich eher mit einem Aufbruchsgefühl weggegangen. Berlin ist zunächst mal, solange ich eigentlich arbeite als Maler, immer wieder ein Anziehungspunkt gewesen. Die Stadt hat mich schon während des Studiums immer wieder interessiert, angezogen. Gerade hier, wo dieses Atelier ist, in Kreuzberg, es ist einfach eine Sensation, wenn man da hier so ein paar Meter auf der Straße lang geht und sieht, was weiß ich, eine Türkin mit einem knallblauen Kopftuch. Das ist erstmal schon so ein optisches Signal, auf das ich nicht kommen würde von mir. Also ich brauche sowas, ich muss sowas erst sehen. Ich denke schon, dass Berlin und speziell so das engere Zentrum von Berlin ein Fokus ist für die Dinge, die momentan eigentlich in Mitteleuropa passieren. Und das ist für mich einfach ein ziemlich gutes Abbild dessen, wohin sich moderne Urbanität entwickelt. Zumindest das beste Abbild, was man in Deutschland kriegen kann. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Und da mich das als Stoff alles sehr interessiert, wollte ich einfach auch die Bilder dazu haben, in unmittelbarer Nähe. Ich merke immer stärker, dass ich aus diesem engen Kontakt zur Umgebung
sehr viel intensivere Bilder raushole, als wenn ich jetzt über die Brücke Fernsehen oder so versuche, als Bild in den Kopf zu holen und dann in irgendeiner Weise zu verarbeiten. Es gibt natürlich eine spezielle Situation dadurch, dass ich mit einer Malerin verheiratet bin. Antoinette, meine Frau, suchte natürlich auch Atelierraum, brauchte auch Atelierraum. Und wir mussten das beim Umzug berücksichtigen, dass wir halt zwei Ateliers brauchen. Leider bin ich da in Dresden, aber du bist vielleicht hier. Es ist schon nicht so ohne, muss ich sagen. Also, weil es ist ja auch eine sehr intime Beschäftigung dann so, wenn man allein im Atelier ist und es ist eine Sache der Versenkung und da stört manchmal schon irgendwie ein Türenknallen irgendwie so in der Nähe. Ne? Da hat sich zum Beispiel bei mir in letzter Zeit immer stärker herausgeschält, dieses Thema Familie. Wer sind die Eltern, wer sind die Kinder, wo stehe ich? Das ist so unerschöpflich für mich. Ja. Diese ganze Thematik ist ja wunderbar, gerade in der Malerei, als Topos da. Die heilige Familie spielt ja alle diese Beziehungssachen durch. Und zwar nicht nur psychologisch, sondern auch als malerisches Problem. Mein Thema ist halt das Väter-Söhne. Und das eigentlich wichtige Datum ist die Geburt meines Sohns, 1981. Das war für mich eine ganz grundlegende Geschichte. Ja, logischerweise. Hier war nicht mehr Vater-Sohn, hier war Vater-Sohn, Sohn-Sohn. Ja? Oder Enkel, oder die nächste Generation war da. Und ich hatte plötzlich selbst die Vaterrolle. Und ich habe in der Entwicklung dieses Sohns viele Sachen spiegelbildlich wieder erlebt, an die ich mich plötzlich auch selber wieder aktiv erinnerte. Ich fand mich auch emotional in diesem Sohn. Plötzlich in meinem eigenen Sohnsein wieder und entdeckte meinen Vater jetzt auch in der eigenen Person, selbst als Vater. Und da habe ich erstmal, ohne mir das alles so ganz klar zu machen, aber angefangen, Bilder zu malen. Oder es kreist immer wieder um dieses Verhältnis oder Kind und Welt. Ich glaube eigentlich schon, dass die Erziehung der Eltern sozusagen, wie die Eltern von den Großeltern erzogen wurden, dass das dann wiederum auf die Erziehung der Kinder der Eltern sicher in vielen Fällen einen Einfluss hat. Was machst du jetzt? So? Nee. Ich glaube, dass mein Vater mir halt versucht hat, schon immer eine emotionale Offenheit entgegenzubringen und sehr stark immer auf das Zuhören geachtet hat, auf das, was mich bewegt oder die Probleme, die ich habe. Jetzt drehen wir das auch wieder um. Ganz ruhig ein bisschen. Genau. Es gibt ja andere Väter, die ein anderes Verhältnis zu ihren Söhnen haben. Und unser Verhältnis ist dadurch gekennzeichnet, dass wir uns, dass es meine Söhne sind und dass, wenn sie was brauchen, was wollen, ich das natürlich mache, aber dass ich nicht in bestimmten Abständen nach Dresden oder nach Berlin oder sonst wohin fahre, mache ich nicht. Nö. Nur warum auch? Der Vater sitzt ja hier immer mit uns da dazwischen. Das ist einfach ein Grundklang meines Lebens. Dieses Phänomen, dass ich halt instinktiv den Kampf angenommen habe als Suche nach Ausdruck dieses eigenen, ja. Ich habe, also ohne das jetzt so bewusst wahrzunehmen, habe ich halt
instinktiv einen Weg eingeschlagen, der darauf hinauslief, ich kann erst dann mich selber finden und beweisen, wenn ich es mindestens genauso gut mache. Ja. Und das war einfach eine Phase, die ich bewältigen musste und deren Sackgassen ich erstmal erkennen musste, bevor ich sie lassen konnte. Vor 3 Jahren hatte ich eine relativ erfolgreiche Ausstellung mit viel Publikum und viel Aufmerksamkeit, wo mein Vater auch da war und wo er plötzlich zum ersten Mal den gemeinsamen Namen ansprach. Und das war schon eine Bestätigung, dass das so unvermittelt kam von ihm für mich. Das habe ich schon so empfunden, dass er jetzt plötzlich zum ersten Mal mich als Konkurrent wahrnahm. Ja, das sind schon kleine Dinge, die einem dann so Spaß machen. Aber manchmal bin ich verflucht müde schon. Aber es ist nicht so, dass das raus muss. Aber was soll ich den ganzen Tag machen? Es ist eine Situation, das ist meine Balancierstange. Sonst würde ich abstürzen in diesen scheußlichen, tiefen, gefährlichen Raum, in dem ich mich überhaupt nicht mehr zurechtfinde. Es ist ein Lauf auf dem Drahtseil. Und die Balancierstange verhindert das Abstürzen. Und das ist meine Malerei. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Balancierstange besitze und habe lange genug daran gearbeitet, dass sie funktioniert. Und jetzt ist es natürlich mit 75 Jahren so, dass ich längst weiß, was ich will. Und da kann mir einer kommen, was ich will, ich mach's doch. Dir mal zum Geburtstag gratulieren. Ah, da Hans. Alles Gute. Oh, das noch. Und ja, guten Tag. Ah ja, gut. Ja, ja, machen wir. Ich merke schon, ich bin nicht begeistert. Nein, ich wollte die Ausstellung nicht machen. Ich meinte immer, dass es Familienbande nicht ausreichen sind, um gemeinsam auszustellen. Ich war mal der Meinung, wenn es 5 Mal sind, muss jeder für sich verantwortlich sein. Und ich dachte, um Gottes Willen, das hat ja auch... Warum, was soll das mit der Malerfamilie? Wir sind zwar alles Maler, eigentlich sind es... Die meisten sind es mit ihrem Willen geworden und gegen meinen Willen teilweise. Aber das eigentlich ist noch nicht ausreichend genug gewesen. Ich muss mich erst mal umgucken hier. Das ist die Bude von meinem Sohn, ne? Meinem Sohn Hans, um es deutlich zu formulieren. Ich hätte mir schon als Sohn manchmal auch so direkte Äußerungen häufiger gewünscht, als er sie macht. Ja. Aber da bleibt natürlich immer ein Manko, was er wahrscheinlich auch gar nicht befriedigen kann, ja, weil das Bedürfnis zu stark ist. Ja. Ich habe das Ganze gefürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Also das reicht eigentlich aus, wenn ich diesen Namen durch die Gegend trage, die Querverbindungen, die immer wieder gezogen werden. Und ansonsten hatte ich das ganz starke Gefühl, ich müsse mein Arbeiten schützen vor zu starken Quervergleichen. Also wenigstens das in der Malerei nicht ständig das zusammenhängt und dann zusammen gesehen wird. Und wohl deine Bilder. Ja, ich habe mich da mal mit reingehängt. Ja, einfach dazwischen.
einfach dazwischen. Dann habe ich so ein bisschen das überladen, dass ich also gedacht habe, jetzt kommen wir alle zusammen bei der Eröffnung und dann gehen wir auch mal so gemeinsam durch und reden darüber und so. Und das fand halt nicht statt. Und vielleicht ist das eine Sache, die mal passiert. Oder dann kommt natürlich dazu, dass mein Vater also seiner Arbeit gegenüber einen ganz anderen Stellenwert. Ihn interessiert das im Prinzip wahrscheinlich nicht so sehr, was ich jetzt mache, wie es mich interessiert, also von dem reinen Wettbewerbsgedanken her. Natürlich denke ich, dass er sich für meine Arbeit interessiert, aber er wird mich nicht so als wahrnehmen wie ich ihn. Also er hat nicht diese Geschichte des aus dem Weg räumen müssen und sich emanzipieren müssen hinter sich. Er muss sich nicht von mir emanzipieren. So. Es ist eigentlich im letzten Moment, das hat so ungefähr geklappt, wie ich wollte. Auf die Malerfamilie. Auf die Familie. Auf die Erdbeer. Arbeit, die kommt gleich. Ja. Kommt gleich. Also dann. Was sein muss, muss sein. Jetzt, wo die Ausstellung läuft, bin ich eigentlich ganz, ganz zufrieden. Und es gibt tatsächlich Bindungen, von denen ich gar nichts gewusst habe. Vielleicht hängt das auch mit der väterlichen Dominanz zusammen oder was. Die meisten haben ja bei mir studiert. Dass das, was als meine Lebensmaxime als Maler eine Rolle spielte, das unbedingte Festhalten an der menschlichen Figur für alle verbindlich ist. Das ist jetzt für mich ein ganz wichtiges Programm momentan. Das Protokoll dieser Familie, dieses Bearbeiten dieses Themas. Ich habe mit meiner Mutter angefangen. Auch da habe ich mich sehr lange, habe einen sehr weiten Weg dazu zurücklegen müssen, bis zu dieser Konkretheit einer Zeichnung und auch einer Befragung und eines Gesprächs. Meine Mutter ist Künstlerin. Und kann schon seit längerer Zeit nicht mehr arbeiten, weil sie sehr krank ist. Und ich hatte einfach das Gefühl, in irgendeiner Weise gehört sie in diesen Zusammenhang unbedingt hinein. Ich habe also zweimal, glaube ich, so eine Art imaginäres Porträt und auch mit seinen Zügen gemacht, grafisch. Ist immer im Versuchsstadium stecken geblieben. Da kommt so viel, schwingt da rein, dass ich das im Moment noch nicht in die Distanz reinkriege. Habe ich Angst davor? Habe ich wirklich Angst davor? Bin ich noch nicht so weit? Wäre schon irgendwie ein Wunsch an mich selber, dass ich diese Sicherheit und Souveränität hätte. Ja. Also da ist es schon ganz eindeutig so, in dem Moment, wo ich das mache, also sozusagen dieser Moment, der immer beim Porträtieren da ist. Man zeichnet oder malt eine Dreiviertelstunde, es gibt eine Pause, Modell steht auf, kommt hinten rum, guckt sich das an. Das ist ein Moment, das ist ein ganz schwieriger Moment, auch große Unsicherheiten bei mir zumindest. Aber das ist so ein Ziel, ja, möchte ich schon auch ausdehnen auf meinen Vater in irgendeiner Form. Ja.